Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute so ein bisschen ETS 2 Feeling im LS. Heute gibt es was ganz Spezielles, Schönes. Ob schön ist, wissen wir noch gar nicht. Aber es gibt eine Zugmaschine, den Mercedes-Benz Actros. Wir schauen einmal rein, unter LKWs zu finden. Den Actros Zweiachser, den Dreiachser, den Actros SLT, den HKL. Absetzrahmen gibt es. Wir schauen hier uns einmal die einfachste Geschichte davon und einfach unter Anführungszeichen bitte, Freunde, weil, wenn man mal reinschaut in den Shop-Bereich unter Konfiguration, hier haben wir jede Menge, wo ich vielleicht vermutlich mehr als die Hälfte gar nicht erklären kann und mir auch nicht sicher bin, was ist und so weiter und so fort. Das ist sehr technisch, aber zumindest sollte man sich vielleicht ein bisschen ausgehen. Man, bei den PS kann ich nicht recht viel falsch machen, aber es gibt hier Strafenbereifung. Okay, alles klar. Straßenbereifung, Agrar-Allianz-Reifen und es gibt hier verschiedene Designs. Es gibt hier auch mit Zug mal, es gibt, was ich komisch finde, Frontlader-Anbau mit Beams, keine Beams, was auch immer Beams sind. Ich kaufe den jetzt einfach mal kackendreist. Was mir ein bisschen wundert ist, es gibt hier alles. Außer die Farbwahl, gibt es hier keine Farbwahl? Vielleicht ist es einfach so, dass es halt keine Farbwahl gibt. Okay, das wäre jetzt natürlich auch nicht so mega krass tragisch. Aber wir gucken, was wir hier sehen. Giants-Transporte, okay. Warum hier? Ich bin sehr schwierig, ihr wisst es, Freunde. Ich bin sehr schwierig und mir nicht sicher. Ich finde persönlich den in Weiß gar nicht mal so geil. So, Achtung, Vorsicht. Weil ich finde, dass der für mich in anderen Farben besser ausschaut. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum der keine Farbwahl hat. Und ich bin mir nicht sicher, warum diese Schriftart gewählt wurde, wie sie gewählt wurde, weil ihr seht es und wisst es, diese Schriftart ist ein bisschen böse, weil die macht echt hässliche Treppen. So. Das einmal vorweg. Okay. Ich bin natürlich nicht hier, damit ich den Mod in Einzelteile zerlege. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ich aber nicht verstehe ist, warum hier überall Giants steht. Giants Kennzeichen. Giants Aufschrift auf der Seite, okay, vorne und oben, okay. Für meinen Geschmack ein bisschen viel Giants, aber was man sieht ist, dass man hier da durchsieht, beziehungsweise es hinterbei grün ist. Das ist vielleicht nicht so geil. Was ich noch machen muss, ist im Hintergrund ganz unauffällig, nämlich Headtracking aktivieren. Ich habe Headtracking vorher nicht aktiviert. Es gibt immer was ich vergesse. Diesmal Headtracking. Die Reifen, okay, ihr wisst, was ich meine. Und sonst haben wir hier die Bremsklötze und hinten kann man definitiv auch von der Anhängerkupplung profitieren. Okay, ihr sollt Wörter benutzen, die ich öfter benutze, weil dieses Wort profitieren habe ich. Alter, alles klar, gut, ganz egal. Ich würde mal sagen, wir tun so, als hätten wir von Anfang an Headtracking aktiviert und wir schauen uns um. Wir schauen uns um und ich kann erkennen, wir haben ein recht solides Innenleben, okay? Okay. Natürlich ein bisschen grau in grau, aber generell nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, wie schaut es hier aus? Okay, Sound haben wir, Beleuchtung haben wir auch, das haben wir gesehen. Ansonsten haben wir, wenn wir eine Rundumleuchte bzw. Warnblinker und die Rundumleuchte auch machen, okay. Das mit den Lichtern, Freunde, schaut gar nicht mal so hässlich aus. Aber ein bisschen schwierig. Das mit den Lichtern ist ein bisschen schwierig. Machen wir hier mal finster. In der Nacht schaut es extrem geil aus, finde ich. Also mir gefällt es in der Nacht sehr, 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 sehr gut. Am Tag wird es schwierig. Weil am Tag ist so, dass die Lichter halt so nicht sind. Vielleicht maximal bei einem nebeligen Tag oder düster oder in der Früh oder so, aber generell nicht immer halt. So, ansonsten schaut es
Innenleben super aus, Außenspiegel funktionieren. Dieser Fake GPS auch ganz geil. Gibt's auch nichts zu meckern. Puppe. Alles perfekt. Das passt, das schaut gut aus. Also, bis jetzt halb fest, Freunde. Fahr mal die Lichter. Einerseits finde ich es geil, doch. Andererseits muss ich ehrlich wirklich gestehen, dass man hier vielleicht am Tag andere Lichter. Schreibt es in die Kommentare bei den Lichtern, bin ich mir echt nicht sicher, ob mir das gefällt oder nicht. Gibt's auch. So, was haben wir hier sonst noch? Wir haben, wie gesagt, verschiedene Modelle, Dreiachse, SLT. Ich persönlich möchte ganz offen und ehrlich, Nüsse Ahnung, was SLT und Hakenlift, okay, das verstehe ich gerade noch. Was hier Absetzrahmen ist, vermutlich für die Absetzrahmen. Ja, es ist eine tolle Geschichte, wenn ihr auf Zugmaschinen steht, Mercedes, Benz, Actros. Wie gesagt, ein bisschen für Giants, Farbwahl würde ich mir noch wünschen. Ansonsten haben wir hier keine Fehler, sehr, sehr schön. Heftige Preise, aber das ist einfach nur mal so, die sind halt nicht ganz billig. Ja, funktionieren tut er, innen schaut auch sehr gut aus, außen, wie gesagt, die Farbwahl und die Giants Schriftart, beziehungsweise überhaupt Giants Transporte vielleicht sogar weglassen oder Giants vielleicht maximal, wenn man Giants-Fan ist, dann vielleicht nur in dem Bereich des Kennzeichens. Würde ich mir persönlich wünschen, aber das ist ja immer ein persönlicher Geschmack. Freunde, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, macht's dann was soll's. In Wirklichkeit, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr wisst es eh, was machen soll's, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder hoffentlich bei der nächsten Mautwahrstellung. Bis dann, Freunde. Tschüss.